Greflo, Woche 18. Da sind wir wieder im Schloss. Hallöchen und hallo zurück. Greflo, Woche 18. Wenn man nach der richtigen Zeitrechnung geht, wären das ein paar Wochen weiter. War eine kleine Pause jetzt zwischen den Aufnahmen und so. Aber wir haben eine Hexe. Die Taube ist gerade unterwegs. Da ist der General, der ist gerade zurückgekommen. Die Glocken läuten. ich muss erstmal wieder reinkommen, aber wir können uns ja auch noch ein bisschen was durchlesen. Das wird schon klappen. Okay, wir fangen direkt an. So, General. Eine alte Frau in den nahelegenen Wäldern brauchte Hilfe mit den Wölfen, die ihre Hühner stehlen. Ich habe mich schnell um sie gekümmert, euer Gnaden. Sie gab mir im Gegenzug einige Vorräte. Ja, das ist doch geil. Vorräte brauchen wir, ne? Also, wir haben letztes Mal die Hexe noch nicht vorbereitet auf die Schlacht, soweit ich mich erinnere. Und um die vorzubereiten, brauchen wir Vorräte. Grego. Ihr habt eine Taube zu mir geschickt? Das habe ich. Willkommen in unserem Schloss. Ich nehme an, ihr habt von unserer bevorstehenden Schlacht gegen Radovia gehört. Natürlich habe ich das. Sonst wäre ich nicht hier. Ich möchte helfen. Also, hier mein Angebot. Ich bin stolz auf mein Wissen über Kunst. Meine Gemäldesammlung ist die größte des Königreichs. Ich besitze Gemälde von den angesehensten Künstlern. Sylvek van G. wie Van Gogh, ne? Wahrscheinlich. Munowski und Pisak. Ihr versteht schon. Ich habe kürzlich gehört, dass sie ein sehr wertvolles Gemälde besitzt. Es wäre perfekt für meine Sammlung. Der Storch von Sylvek van G. Sag noch nichts. Ihr habt den Rest meines Angebots noch nicht gehört. Ich kann euch 80 gut ausgebildete Männer anbieten. Das ist gut. Wir brauchen unbedingt große Armee. Und 3 Vorräte. Vorräte ist auch gut. Potzblitz, das Gemälde muss euch viel bedeuten. Natürlich tut es das. Ich muss aus diesem Schloss verschwinden. Es muss aus diesem Schloss verschwinden. Okay. Ich meine, es wird in meiner Galerie besser aussehen, zusammen mit den anderen. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das Gemälde hier irgendwo hängt. Also gebe ich euch Zeit, es abzuhängen. Natürlich nur, wenn ihr mit meiner Abmachung einverstanden seid. Ich werde es gerne persönlich abholen. Ladet mich also ein, wann immer ihr bereit seid. Ich werde es sofort abhängen, ich werde darüber nachdenken. Hatten wir nicht irgendein Gemälde in irgendeinem Raum, was irgendwie wichtig war? Ich weiß halt nicht, welches Gemälde der jetzt meint. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst, dass wir da was falsch machen. Andererseits brauchen wir auch ganz dringend eine Armee. Wir brauchen ganz dringend Leute. Und wenn das so leicht ist, jemandem Gemälde zu geben, dafür Leute zu kriegen. Ich werde es sofort abhängen. Ich werde darüber nachdenken. Ich habe irgendwie... Ich weiß halt immer nicht bei diesem Spiel. Man kann immer so viel falsch machen, glaube ich. Haben wir anscheinend bisher noch nicht wirklich getan, aber ich werde darüber nachdenken. Mir gefällt das Gemälde sehr gut. Es sieht im Schlafgemach sehr schön aus. Im Schlafgemach? Okay, ich dachte, das wäre irgendwas in diesem Raum gewesen, was wichtig war. Aber irgendwas haben wir schon weggegeben gehabt, ne? An Ivo oder so, kann das sein? Es sieht im Schlafgemach sehr schön aus. Ich werde über euer Angebot nachdenken. Natürlich, lasst euch Zeit. Schickt mir eine Taube, wenn ihr bereit seid, darüber zu reden. Okay, ja, dann hätten wir es schon abhängen können. Scheiße. Weil im Schlafgemach wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas Wichtiges hängt. Next one. Bauer. Euer Gnaden. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Die Kreatur. Die Hexe aus dem Wald. Sie ist entkommen, euer Gnaden. Die Hexe, meine Hexe? Jemand hat ihr die Tür geöffnet. Idiot. Irgendein Narr war mutig genug, die ewige Weisheit zu wollen. Wir wussten alle, dass die ewige Weisheit nur ein Scherz ist. Wir wussten, dass sie nichts als eine alte Schabracke ist. Aber irgendein junger Knabe, er ist auf die Geschichte reingefallen. Und jetzt ist Babushka aus dem Wald geflohen. Babushka? Euer Gnaden, ihr kennt Babushka nicht? Sie ist also eine alte Frau.
älter, als irgendjemand weiß. Es gibt sie schon ewig. Sie ist klein und krumm. Ihre knochigen Beine tragen kaum noch Schichten ihrer alten, faltigen Haut. Sie hat eine lange, hakenförmige Nase. Ihre Nasenflügel sind so lang, dass sie bis zu ihren Brüsten herunterhängen. Okay. Sie trägt einen Schlangenledermantel und einen Schal um den Kopf, wobei an jedem Faden sorgfältig winzige Knochen befestigt sind. Während sie geht, klappern die Knochen aneinander. Klick, klack, klick, klack. Sie lebt in den Wäldern, obwohl sie seit vielen Jahren niemand mehr gesehen hat. Die Legende besagt, dass sie früher Kinder in den Wald gelockt hat, um sie zu essen. Aber irgendeine einige Legenden besagen auch, dass sie demjenigen ewige Weisheit schenkt, der mutig genug ist, ihr in die Augen zu schauen. Babuschka? okay. Das ist aber nicht unsere Hexe, oder? Was kann ich deswegen tun? Ich bin mir nicht sicher, euer Gnaden. Im Dorf hat sie diese Wörter vor unserer Tür... vor unseren Türen geschrieben. Dreht dem Wald den Rücken zu, die Vorderseite zu mir. Sie hinterlässt euch alte Hühner... Sie hinterlässt auch alte Hühnerbeine auf unseren Türschwellen. Wir haben Angst, dass sie unsere Kinder holen kommt. Jede Nacht hört jemand das Aneinanderklackern der Knochen und mit denen sie sich schmückt, ey. Vielleicht bereitet sie eine Art Zauber vor. Ah, will die nur irgendjemand irre machen. Da läuft irgendjemand rum und macht die irre. Bestimmt diese Redoviana oder wie sie auch heißen. Ich kann einen General schicken, 2 Wochen. Sucht mit diesem Gold eine Wache. Ja, nee, ich habe nicht mal so viel Geld. Gold. Okay, ich schicke den General. Komm. Mein General kann euer Dorf ein paar Nächte lang bewachen. Vielleicht kann er sie finden. Vielen Dank, euer Gnaden. Ich hoffe, euer General ist mutig genug, um ihr gegenüberzutreten. Ja, klasse. Hey, 3. Sehr gut. Bauer. Natürlich willst du jetzt nicht auch noch den General, weil der ist nicht mehr da. Eure Gnade, immer mehr Menschen versammeln sich, um zu beten. Es passen nicht mehr alle in eine Scheune. Wir wollen einen neuen Schrein bauen, aber wir brauchen Hilfe, um die guten Geister einzuladen. Wir werden in der Gunst der Götter stehen. Die Felder werden fruchtbarer, die Monster werden in Schach gehalten und die bösen Geister werden unser Dorf meiden. Wenn ihr könnt, helft uns mit eurer Hofhexe und etwas Gold, um die Materialien zu bezahlen. Die Leute werden für immer dankbar sein. Hofhexe kriegst du. Die ist da, ne? Ja. Hier etwas Gold. Nein, Gold können wir nicht geben. Wir haben kein Gold. Wir haben nur noch 11 Gold. Das geht nicht. Ich werde die Hexe schicken. Ja, dann sind die jetzt beide, also der General und die Hexe, 2 Wochen weg. Das ist okay. Das machen wir einfach mal. Wir haben, glaube ich, jetzt noch wie viele Wochen? 12? 12 Wochen, bis die Redovianer kommen? Ja. Komm, Hexe. Sie wird helfen können, die guten Geister zum Schrein zu bringen. Mögen die Götter mit euch sein. Danke, euer Gnaden. Mögen euch die Götter wohlgesonnen sein. So. Warte mal, hier beende ich die Woche, ne? So. Ich muss mal eben schauen, Archiv. Weil ich weiß nicht mehr genau, was so passiert ist. Ich muss mal eben mich auf einen neuen Stand bringen. Ein weiterer Brief von Radovia ist eingetroffen. Diesmal haben sie einen Krieg angekündigt. Dieser besorgt... Okay, das wissen wir. Hochzeit. Die Hochzeit nahm eine plötzliche Wendung. Das wissen wir auch. Ermittlungen. Es war klar, dass der königliche Diener, der den vergifteten Wein zu Thales gebrachte, nur ein Bauer war, der im größeren Spiel verwendet wurde. Er hat sich jedoch als nützlich für uns erwiesen. Der Diener sagte, dass unser Kerkerwächter einige nützliche Informationen haben könnte. Oh, haben wir mit dem schon geredet? Müssen wir sonst jetzt mal tun. Verbündete fürs Leben. Die Dame Elidia gab einige sehr wichtige Informationen, den wahren Grund, warum Lena... möchte, dass ihr Sohn Azalia heiratet. Ja gut, das wissen wir ja, ne? Also, die haben ja irgendwie so einen Fluch und die wollen den halt loswerden und den würde dann aber unsere Tochter kriegen und das wollen wir natürlich nicht machen. Ein anhaltender Groll. Die Dame bat uns, den radovianischen Gefangenen an sie weiterzugeben. Ach so, ja, das wissen wir. Das haben wir auch gemacht. Wir haben den Typen da abgegeben, halt. Geschäft ist Geschäft. Lord Grego besucht den Thronsaal und bat uns... Ach so, dieses Storchgemälde, das müssen wir uns gleich mal angucken. Im Schlafgemach soll das sein. Okay, Babuschka. Okay, haben wir gerade erst gehabt. Heiliger Schrein. Haben wir auch erledigt. Noch irgendwas? Okay, nö. Sonst nichts. Gut. Hast du noch was zu sagen? Wie kann ich euch dienlich sein, euer Gnaden? Erzählt mir von unseren Schlachtvorbereitungen. Was möchtet ihr wissen, euer Gnaden? Ist unsere Armee bereit, sich dem Feind zu stellen? Wir sind in einer schwierigen Lage. Wir
können nicht sicher sein, ob Ivo uns mit seiner Armee unterstützen wird. Wir müssen uns darauf konzentrieren, uns mit möglichst vielen Lords zu verbinden. Unsere Kundschafter berichteten, dass unsere Streitmacht mindestens 1000 Soldaten umfassen sollte. Okay. Ja. Okay. Ermittlungsfortschritt. Ich habe einen Tisch mit allen unseren Beweisen vorbereitet. Ja gut, das wissen wir ja. Das ist ja, wo wir hier diesen Zahn untersucht haben. Dann steh mal auf. Dann gehen wir jetzt zuerst in das Verlies. Da ist doch eigentlich immer so ein Kristall, wenn da irgendwas Neues gibt, ne? Okay, du bist ja hier immer noch gefangen und... Fühlt ihr euch etwas besser? Habt ihr alles, was ihr braucht? Ja, stabile Wände, Stahlstangen, eine persönliche Wache. Oh, wartet! Ich kann nicht fortlaufen! Okay. Kerkerwache. Wie kann ich euch helfen? Ich schaue mich nur um. Oh, okay. Haben wir mit dem schon geredet? Ich weiß das nicht mehr. Okay. Okay. Der kann uns also gerade nicht helfen. Schlafgemach. Dann gucken wir mal nach dem Gemälde. So. Berggemälde. Nehmen. Warte, Moment, was? Scheinen im realen Leben viel größer zu sein als in diesem Bild. Nehmen. Nee, Moment. Es sieht hier recht nett aus. Aber es ist der Storch, ne? Das Storchgemälde war's. Wir haben viele Störche hier in Davern. Sie sind sehr anmutige Vögel. Nehmen. Ah, ich habe es. Ich muss Gregor einladen, um ihm das Gemälde zu geben. Okay, das kann ich eigentlich direkt tun, oder? Verbündete. Manchmal sind Lords beschäftigt und können nicht in euren Thronsaal eingeladen werden. Dies wird mit einem roten Pfeil neben dem Profil des Lords angezeigt. Okay. Jetzt der zum Beispiel. Der ist nicht beschäftigt, der will nicht kommen. Genau. Den haben wir schon auf unserer Seite. Moment, ich muss mal hier ein bisschen leiser machen gerade. So. Ja, mit dem haben wir uns ja verscherzt. Die hat den Typen mitgenommen, ne? Oder die? Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner hat den Typen mitgenommen. Gregor, das ist der. Den laden wir direkt mal ein. So. Dass der das Gemälde kriegt. Weil ich glaube, das war nicht wichtig. Das war, glaube ich, in diesem anderen Raum, habe ich gedacht, wär was drin. Schatz, ich habe einen Vorsprung bei den Ermittlungen. Ich habe einige Hinweise gefunden, die uns zu den Personen führen könnten, die hinter dem Tod von Thales stecken. Was hast du gefunden? Okay, das ist alles. Okay. Bis später, Schatz. Okay, das ist auch alles irrelevant. Hier, Ratskammer. Da dachte ich, wäre was drin, was wichtig wäre. Hier, nee, Wandteppich. Aber hier war doch irgendwas. Was war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas am Anfang, ne? Was ist mit dir so? Alles cool? Hallo? Ja, Gnaden? Leb wohl. Cool. Wie scheiße, oder? Kommst du da hin so? Du sagst einfach, leb wohl. Magischer Gockel. Kaka! Ach, das ist scheiße. Der wäre eigentlich echt besser im Thronsaal, aber wir wollten den ja unserer Tochter geben. Gucken wir mal nach unserer anderen Tochter. Okay, die stehen hier immer noch. Hier ist wahrscheinlich nichts Neues. Hey, hey. Ja, Vater? Pass auf dich auf. Mach keine Dummheiten, Azalia. Mache ich das jemals? Danke, dass ihr mir den Besuch gestattet, euer Gnaden. Okay. Ach, das ist jetzt hier auch drin, das Gemälde. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Ich gehe mal raus zur Festungsmauer. Aber hier ist halt nichts Neues, ne? Da. Gemälde eines Storches. Der große Zar. Ist hier irgendwas Neues oben? Auch nicht. Nö. Kann ich da wieder runtergehen. Nur schöne Berge. Berge. Steht da auch. Berge übrigens. Hier, das sind übrigens Berge. Okay. Und das ist übrigens eine Tür. Also es ist keine Tür eigentlich, es ist ein Durchgang. Wenn man genau sagt, ne? Okay, hier ist auch nichts. Können wir direkt wieder raus. Raus, 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 raus. Hä? Raus. Ach, geht doch. Okay. War ja eine kurze Woche. Ja, mehr haben wir eigentlich gerade nicht, ne? Wir haben den eingeladen. Die sind jetzt im Moment eh weg. Da können wir nichts machen. Also auf die Karte können wir mal gucken. Aber da
da geht jetzt halt gerade nichts. Alter, war das schon immer so, dass ich das hochscrollen musste? Ach nee, so. Okay, versteckte Hütte. Ach so, ja, da muss ich jemanden hinschicken. Ich kann da gerade eh nichts tun. Boah, das ist alles unentdeckt hier, ne? Ob das so gut ist, ey? Ja, gut. Die sind beide weg, deswegen kann ich nichts machen. Ja, beenden wir die Woche. Mehr können wir gerade nicht tun. So, die sind nämlich beide weg. Das ist auch gut, ne? Wenn die weg sind, müssen wir die nicht bezahlen. Hm, also immer schön wegschicken. So, Hexe vorbereiten. Das hatte ich überlegt, ob ich das letzte Mal also mache. Und wir haben ja echt viele Vorräte. Das sollten wir jetzt mal machen. Dann ist das erledigt, ne? 56. Gold haben wir mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr. Sieht eigentlich ganz gut aus. Gewürze. Gewürze? Was sind denn diese Gewürze? Karneval, General vorbereiten. Hä? Was ist denn mit diesen Gewürzen? Weiß irgendjemand, was diese Gewürze nochmal zu bedeuten hatten? Scheiße, ich weiß nicht mehr, was mit diesen Gewürzen ist. Ja gut, Hexe haben wir jetzt endlich vorbereitet. Hexe wird während der Schlacht zur Verfügung stehen. So, das haben wir schon mal. 604, also wir müssen bis hier hinkommen. Wir haben jetzt noch 11 Wochen. Sollten wir eigentlich hinkriegen, wollte ich sagen. Sollte hinhauen, sollten wir hinkriegen. So, zwei Wörter kombiniert. Kombinierte Wörter sind das Optimum des Wortes. Keine Ahnung, ich laber wieder Scheiß. Okay, Gewürze, keine Ahnung, was das ist. Was ist das denn? Bezahlen? Ach so, ja, ist ausgewählt. Ah, das ist die Armee. Okay, ja, nee, die müssen wir ja bezahlen. Okay. Ja, speichern und fortfahren, ne? Würde ich mal meinen. Ich wüsste nicht, worauf wir sonst noch warten sollten. Grefno, Woche 19. Da ist er doch. Hallo. Euer Gnaden. Taube ist verfügbar. Ich habe ein Gemälde für euch. Ich habe einen Tierzahn. Ich habe einen Tierzahn gefunden. Das habe ich in meinem Weinkeller gefunden. Könnt ihr mir etwas darüber sagen? Habt ihr Bestien in eurem Kerker, Erik? Ihr solltet besser einen Jäger finden, der sich darum kümmert. Oh, ein Jäger. Der sieht aus wie ein Jäger. Oh, vielleicht ist er ein Jäger? Guck mal, der hatte, glaube ich, irgendwas um den Hals, ne? Und Jäger wäre gut. Okay, wenn wir einen Jäger finden, dann müssen wir den auf jeden Fall fragen wegen dem Zahn. Ich habe ein Gemälde für euch. Ich habe das Storchgemälde abgenommen, wie ihr es wolltet. Oh, das ist toll. Ich danke euch vielmals. Es wird bei dem Rest meiner Sammlung wunderbar aussehen. Haha. Okay, warum lacht er so? Das ist komisch. Also ist unser Geschäft abgeschlossen? Ist das alles? Natürlich. Dachtet, ich würde mein Wort nicht halten? Ihr könnt euch darauf verlassen, dass meine Armee euch in der Schlacht beisteht. Ich bin sicher, dass ihr ohnehin gewinnen werdet. Wenn ihr noch andere Gemälde habt, kaufe ich sie gerne. Oh. Stimmt, wir konnten eben das andere auch abnehmen. Das heißt, wir haben vielleicht da eine Möglichkeit, Gold zu bekommen. That's awesome. Das ist sehr gut zu wissen. Okay, das müssen wir uns merken. Also wir können, wir könnten so vielleicht Gold kriegen, indem wir eben einfach Gemälde verkaufen. Ich werde sehen, was ich noch finden kann. Alter, alles leer machen. So, wir hauen alles raus heute hier. Das ist alles. Ich denke, das ist alles. Danke für euren Besuch. Auf Wiedersehen, euer Gnaden. So, Söldner. Euer Gnaden, hier ist Jonas Pyrik, ein reisender Händler. Ich habe ein einzigartiges Sammlerstück für euch. Einen Schatzkarten. Hä? Eine Schatzkarte. Aber bevor ihr mich wegschickt, möchte ich sie euch zeigen. Ihr seht, auf jeder Karte ist die Illustration einer schönen, exotischen exotischen Frau. Ich verstehe, dass die Königin sie vielleicht nicht gut heißt, aber sie braucht es nicht zu wissen. Nur 12 Gold. Ich nehme die Karten. Ich will deine schmutzigen Karten nicht. Jonas, nicht wahr? Jonas, nicht wahr? Okay. War irgendwas mit dem? Ich erinnere mich an euren Namen, Jonas. Jonas, ja, zu euren Diensten. Warum fragt ihr? Schon gut. Ich glaube, du bleibst hier bei mir einkerkern. War was mit dem? War was mit dem Jonas? Soll ich dir einfach mal einkerkern?
Ich bin heute so in Geberlaune. Einfach rauf, einfach machen. Keine Ahnung. Regieren. Cool sein. ich glaube, du bleibst hier bei mir. Komm, ich kerker den ein. Der ist so komisch, der, keine Ahnung. Der hat Illustrationen hier. Pornografie. Du wirst eingekerkert. Ich dachte mir schon, dass ich die Handschuhe erkannt habe. Handschuhe? Die roten Handschuhe. Du kommst in meinem Kerker. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mit dir reden will. Das ist ein Missverständnis. Mein Name ist Jotan. Ja, Jotan, nicht Jonas. Okay, du hast verdient, im Kerker zu sein. Irgendwas ist da. Wir sollten wohl Lady Marsha einladen und ihr sagen, dass wir ihren verlorenen Freund gefunden haben. Oh, ah, es war richtig, was ich getan habe. Ha! Meine intuitiv gut richtig gehandelt, ohne es zu wissen. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Bauer. Oh, kein Jäger. Ich hatte gehofft, es ist ein Jäger. Euer Gnaden, ich bin ein Zauberer vom Markt. Hä? Okay, ein Zauberer, also. Eure Bittsteller besuchen mich oft, wenn ihr euch verweigert, ihnen zu helfen. Ich helfe so vielen Menschen wie möglich für sehr wenig im Gegenzug. Es reicht oft nicht aus, alle Zutaten abzudecken, die ich für Tränke benötige. So wie es aussieht, sind mir im Moment die meisten meiner Zutaten ausgegangen und die Warteschlange zu meinem Geschäft ist nicht kürzer als eure. Könntet ihr mir bitte mit etwas zusätzlichem Gold helfen? 18. Vielleicht könnte unsere Hofhexe helfen. Oh! Natürlich, 18. Das ist echt viel. Wir brauchen halt auch mal ein bisschen Gold wieder. Wir müssen halt gucken, dass wir mal wieder, falls irgendwas ist, dass wir Gold haben und das ausgeben können. Aber die Hofhexe ist ja nicht da. Geht das denn trotzdem? Unsere Hexe hat ihre eigenen Tränke. Wenn wir sie schicken, um euch für ein paar Wochen zu helfen, könnt ihr etwas mehr Gold machen, um mehr Zutaten zu kaufen. Eine Hexe? Kein Wunder, dass die Leute so krank zu mir zurückkommen. Eine Hexe kann nur lügen und nichts weiter. Hexen können Menschen nicht heilen. Versucht ihr mich zu beleidigen, euer Gnaden? Alter. Ich werde dieses lächerliche Angebot ablehnen. Okay, ciao. Dann halt nicht. Alter. Torlando. Okay, er räuspert sich. Zu euch komme ich auf eine bescheidene Art. Ich hoffe, euer Leben ist schön. Ist so schön wie euer Bart. Euer Gnaden, das ist Torlando. Ein Schriftsteller, der in vielen hellen Hallen und Tavernen bekannt ist. Verzeihung bitte. Nicht nur Torlando. Ich bin Torlando, der Wunderbare. Schriftsteller und Dichter, bekannt in allen Reichen, die künstlerische Renaissance verspüren. Die Popularität davon wird sogar in Königreichen mit stagniertem Wachstum diskutiert. Darunter Jeles, Caladur, Beravia und Radovia, über die ich aus den bekannten Gründen schweigen werde. Nun gut, was kann ich für euch tun? Euer Gnaden, wenn ich darf. Ich arbeite an meiner neuesten Veröffentlichung, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Stück fertigstellen soll. Es ist eine Geschichte über königliche Intrigen, Eide der Vergangenheit, dumme Bauern und stürmische Lust. Darf ich euch mit der neuesten Arbeit ehren? Natürlich! Los, mehr davon! Ich bin offen für Kunst aller Art. Das Gedicht trägt den Titel Capulnocca. Ein Arbeitstitel. Der Mond scheint hell im Himmel hoch, die Kupala-Nacht kommt nah. Lachen und Musik erschallt ohne Joch, aber der müde Ritter seine Kraft nicht aufspar. In der Burg keine leichtfertige Freud, eine unheilvolle Angelegenheit grollt. Die Nächte sind kurz zu dieser Jahreszeit, lasst uns das Beste draus machen, denn Unheil ist nicht weit. Feuer, Liebe, Vergnügen und Wonne werden gedeihen vom Aufgehen der Sonne. Das ist wunderbar. Das ist fantastisch. Bravo. Danke euch, euer Gnade. Ich bin jedoch nicht überrascht, dass ihr dies so entzückend findet. Das Problem ist, ich kann nicht weitermachen. Ich bin auf eine Blockade gestoßen und kann überhaupt nicht schreiben. Ich verzehre mich nach wahrer Inspiration. Ich bin der festen Überzeugung, dass es meine kreativen Säfte zum Fließen bringen würde, wenn ich euren General auf einer Patrouille sehen würde.
Deshalb bitte ich euch, erlaubt euren General, sich mir anzuschließen, damit ich aus dieser misslichen Lage herauskomme. Es ist mir ein Vergnügen. Ich fürchte, ich kann das nicht tun. Kommt ein anderer Mal zurück. Okay, die Hexe konnte ich ja jetzt eben nochmal anbieten. Soll ich mal probieren? Eva. Okay, wir haben nicht genug... Okay, es geht nicht. Verstehe. Das war jetzt einfach nur... Der ist nur, war nur entsetzt, deswegen hat er so reagiert. Kommt ein anderes Mal zurück? Ich wünschte, ich könnte helfen. Vielleicht könnt ihr ein andermal zurückkehren. Und ich werde versuchen, einen General verfügbar zu haben, der euch hilft. Ich kann den Wunsch in euren Augen sehen, mehr von meiner wunderbaren Poesie zu hören. Ich werde innerhalb von 2 Wochen zurückkehren. Das ist perfekt, weil da sind die wieder zurück. Sehr gut. Euer General sollte bis dahin besser bereit sein. Ausrufezeichen. Okay. Okay. Bauer. Oh, hoffentlich singt er jetzt nicht auch. Ich habe keinen Bock mehr zu singen. Euer Gnaden, ein Teil unseres Dorfes wurde überflutet. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber unsere Häuser wurden verwüstet. Wir könnten etwas Gold gebrauchen, um Ressourcen. Das ist von dem Künstler eben noch. Um Ressourcen für den Wiederaufbau unserer Häuser zu kaufen. Unser General kann euch helfen, kann er nicht? Er ist nicht da? Ich kann euch im Moment nicht helfen. 12 Gold. Seht ihr? Hier ist das Gold viel besser angelegt. Glaube ich, oder? Ja, komm. 12 Gold. Raus damit heute! Alles raus! Ich bin im Geberlaune. Auch wir sind in letzter Zeit von den Überflutungen betroffen. Hier ist 12 Gold. Ist 12 Gold. Ich glaube, das sollte euch reichen, um die erforderlichen Ressourcen zu erwerben. Das ist großartig, euer Gnaden. Danke. Okay, gut. Eintrag abgeschlossen. So. Mal eben schauen. Ach nee, nicht Verbündete. Ich wollte ins Archiv. Archiv. So. Mal eben kurz. Tolando der Wunderbare. Okay, Blockade nicht helfen, aber riet ihm, an einem anderen Tag zurückzukehren. Okay, das war's. Mehr haben wir hier nicht. So. Ich gehe mal in den Kerker oder ins Verlies, weil da haben wir ja den Typen eben angesperrt. Den mit den roten Handschuhen. Seht ihr? Da ist jetzt auch so ein Steinchen, so ein Kristall drunter. Da ist er, Söldner. Euer Gnaden! Ihr habt einen Fehler gemacht! Bitte! Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast Gold von Lady Marsha... Oh, er hat gestohlen. Lady Marsha gestohlen. Das ist nicht hinnehmbar. Sie wird entscheiden, was mit dir geschieht. Ich will nicht, dass du je wieder etwas in Daman verkaufst. Aber euer Gnaden, ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Bitte verzeiht mir. Ja, naja. Okay, ja, sonst ist gerade nichts... gerade nichts los, oder? Soll ich das hier auch vielleicht noch anbieten? Soll ich das mal eben abnehmen, dass wir in der nächsten Woche auch das noch hätten, um zu verkaufen? Soll ich mal gucken einfach? Komm, ich nehme das mal ab. Ich kann das ja bestimmt wieder zurückhängen, oder? Sie scheinen im realen Leben viel größer zu sein als in diesem Bild. Ich nehme nichts tun. Ich frage mich, ob ich es wieder zurückhängen kann. Komm, ich nehme das. Ah, ich habe es. Nee, Moment. Ich hab dem das Bild schon gegeben. Scheiße. Ich hab dem das Bild ja schon gegeben, aber ich könnte ihn jetzt wieder herrufen. Ich muss Gregor einladen, um ihm das Gemälde zu geben. Scheiße, okay. Ja gut, ich könnte ja generell nochmal jemanden einladen. Ich muss so oder so Leute einladen. Hier ist immer noch alles beim Alten. Ich hab grad voll vercheckt, dass ich dem das schon gegeben habe. Okay, Moment, Verbündete. Lass mal gucken. Soll ich den jetzt nochmal einladen? Aber dann kriege ich wahrscheinlich nur Geld. Der hat gar kein Geld mehr. Der hat kein Geld. Der hat 0 Gold. Das heißt, ich kann damit gar nichts reißen. Das habe ich das ganz umsonst abgenommen. Fuck. Okay, aber ich könnte mal gucken. Ach so, nee, Marsha muss ich einladen. Stimmt. Okay, die lade ich ein. Wegen dem Typen mit den roten Handschuhen, der das Gold gestohlen hat. Okay. Bin noch etwas, muss erstmal wieder reinkommen. Okay, ja, scheiße, ja, dann. Pff, kann ich das wieder hinhängen? Moment, ich möchte das mal eben testen. Noch. Ich frage mich, ob Lord Gregor mir dieses Bild abkaufen würde. Es ist etwas leer ohne dieses Bild.
Das Berggemälde wieder aufhängen. Okay, ich kann es wieder aufhängen. Ich kann das nicht verkaufen. Es ist schon so lange bei uns. Okay. Ja gut, also wenn wir wirklich Geld brauchen, können wir das halt immer noch machen. Aber jetzt haben wir ja erstmal alles erledigt. Das nächste, jetzt nächste Woche kommt die Marsha. Dann begeben wir der diesen Typen. Das ist cool. Warte mal, was hat die Marsha irgendwas? Die hat 130 Leute. Ein Gold, drei, hier, Nahrung. Das ist gut. Das ist echt gut, ey. Wenn wir die kriegen würden, ist das praktisch. Weiß gar nicht, ob wir die schon haben von der. Eigentlich nicht, ne? Guck mal, der hat 80. Die gehen hier nicht runter, wenn wir die bekommen. Bleiben hier in dem... Die bleiben hier so stehen, ne? Guck mal, die beiden kennen wir noch gar nicht. Ja gut, okay. Ja. Das lief doch gut. Alles klar. Da können wir die Woche beenden, ne? So, soll der Armee die Hex... Achso, jetzt muss ich die wieder bezahlen. Sind die schon wieder zurück? Dann wahrscheinlich, ne? Okay, General... Was ist mit diesen Gewürzen? Was ist mit diesen Gewürzen? Woher sind die Gewürze? Sind die für die Hexe? Ich weiß nicht mehr, was mit diesen Gewürzen ist. Ich muss nochmal nachgucken. Ich schaue nochmal nach, was mit den Gewürzen war. Ich weiß nicht mehr, was mit den Gewürzen ist. Okay, Steuern. Okay, wir haben echt nicht viel Gold, ey. 15 nur jetzt. Das ist schon hart, ey. Also, aber fröhlich sind sie auf jeden Fall. Okay, das müssen wir definitiv noch vollkriegen. Also, der hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall 1000 Armee. Da der Ivo wahrscheinlich nicht auf unserer Seite ist, müssten wir die irgendwie vollkriegen. Kriegen wir das überhaupt hin? Die anderen haben gar nicht so viel. Wobei, bei denen sind zwei, wissen wir es ja noch nicht, ne? Die noch nicht, die noch grau sind, also die noch gar nicht. Wissen wir ja noch gar nicht, wer das ist. So. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. General, Hexe. Ja, die kriegen halt ihr Geld jetzt wieder, okay. Könnte ich halt auch lassen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das lasse. Dann ist der nicht verfügbar, ne, in der nächsten Woche. Dann kann ich den nicht wegschicken. Aber ich brauche die halt ständig. Das ist halt, ja. Ja, wir lassen das mal so. Bezahlen. Ach so, das ist die Armee. Ach, das wird auch weniger, guck mal. Minus 17. Nicht ernährt. Ach, okay, ja, das können wir gar nicht, das können wir nicht machen. Wir müssen die auf jeden Fall behalten, irgendwie, so gut es geht. Okay, Zeit bis Radovia kommt, 10 Wochen. Aber sonst war das jetzt ganz gut, oder? Sind wir wieder gut drin, würde ich sagen. Okay, na dann, speichern, fortfahren.